Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Update zum Coronavirus. Heute ist der 11. April 2020 und wie auch in den letzten Videos analysieren wir die Daten für die Welt und für die Länder Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz und die USA. Das Ganze machen wir mit GeoGebra und Excel und in diesem Video werde ich das erste Mal das so machen, dass ich nach der Excel-Tabelle für die jeweilige Region direkt die GeoGebra-Datei aufrufe, damit man das direkt miteinander vergleichen kann. Ihr könnt mir ja dann unten in den Kommentaren mal ein Feedback dalassen, welches der beiden Formate ihr besser findet. Die Quellen für die ganzen Daten gebe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und wir fangen wie sonst auch mit den WHO-Daten von gestern Abend an. Wir haben jetzt ungefähr 1,5 Millionen bestätigte Fälle. Das sind 85.054 mehr als gestern. 92.798 Tote, das sind 7.276 mehr als gestern. Und nach der Berliner Morgenpost von gestern Abend haben wir jetzt in Deutschland 120.157 bestätigte Fälle. Das sind 4.634 mehr als gestern. So, schauen wir uns die Excel-Tabelle an für die WHO. Wir haben hier die bestätigten Fälle. Hier links ist das Datum. Das sind die neuen bestätigten Fälle. Das sind die Prognosen, die ich jeweils am Vortag geäußert habe. Das ist der Fehler, also der Unterschied also zwischen der Prognose und den bestätigten Fällen. Das ist der relative Fehler, wobei über 20% rot markiert ist, unter 20% grün. Und das ist der Durchschnitt über den gesamten Zeitraum. So, und hier sind die neuen bestätigten Fälle auf jeden Fall sehr interessant, denn wir hatten zwischen 1. und 8. April immer so eine gewisse Range zwischen 70.000 und 80.000. Außer diesen beiden Ausreißern hier, einmal 68.000, wobei das auch sehr nah an 70.000 ist, und diese 82.000. Das hat ganz klar lineares Wachstum angedeutet, sah auch sehr danach aus. Und die letzten 2 Tage ist das nochmal stark nach oben gegangen. Kann natürlich wieder viele Gründe haben, aber das hat natürlich die Prognose dann vom Vortag entsprechend schlecht aussehen lassen. Deswegen sieht man jetzt hier auch den relativen Fehler relativ hoch und auch der absolute Fehler relativ hoch. Jetzt ist natürlich ein bisschen fraglich, wie sich das weiterentwickelt. Denn wenn die Tendenz hier beibehalten wird, man sieht jetzt hier von den letzten 4 Tagen von 68.000 auf 85.000, sieht das wieder aus, als ob wir wieder zurück in Phase 2 rutschen. Es kann sein, dass jetzt irgendwelche anderen Länder mit dem exponentiellen Wachstum aufholen, während die Länder, die in die abschwächende Phase kommen, immer weniger Einfluss gewinnen. Aber es kann natürlich auch noch ganz andere Gründe haben, Zählweise und so weiter. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren euch auslassen, was ihr denkt, was der Grund dafür ist. Prognose für morgen ist jedenfalls 1.604.542. Und jetzt schauen wir uns das direkt in GeoGebra an. Für alle, die zum ersten Mal ein Video von mir schauen, die blauen Punkte, das sind die Daten, die die WHO veröffentlicht hat. Die roten Punkte, das sind meine Prognosen. Zum Teil liegen die hier so unter den Punkten, deswegen sieht man das kaum. So, auf jeden Fall habe ich dann hier den Wachstumsfaktor nach unten geregelt, und die Kapazitätsgrenze nach oben, damit das hier wieder ein bisschen besser passt. Wir sind jetzt hier bei knapp 2,3 Millionen. Man muss jetzt hier mal ein bisschen abwarten, wie das weiterläuft, denn hier wird der Anstieg immer größer. Aber von der Kurve her bin ich der Meinung, wir sollten eigentlich eher in die abschwächende Phase kommen. Wenn die Veränderung zum Vortag auch immer weiter größer wird, dann werde ich das hier irgendwann nochmal so umändern müssen, dass wir hier wieder in die lineare Phase kommen. Und zwar deutlich stärker, also dass die Kapazitätsgrenze dann wahrscheinlich hier oben irgendwo liegt. Diesen Anstieg der letzten paar Tage, das steht ein bisschen im Widerspruch zu dieser gleichbleibenden Range in der Woche davor. Deswegen werden wir jetzt hier einfach ein paar Tage abwarten müssen, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also geht es jetzt eher hier hoch oder geht es jetzt hier, schwächt es sich jetzt hier wieder die nächsten Tage ab. Und dann kann man das ein bisschen besser entscheiden. Gut, so viel zur WHO. Jetzt schauen wir uns das bei Worldometers an. Hier haben wir einen ähnlichen Fall. Wir sind hier die ganze Zeit in der Range von 70.000 und 80.000 gewesen, außer diesen beiden Ausreißern hier. In den Kommentaren hat der eine oder andere geschrieben, dass hier Frankreich irgendwie 20.000 neue Fälle dazu bekommen hat, weil sie die Zählweise geändert haben. Hat man hier auch in der prozentualen Änderung gesehen, dass das eher ein Ausreißer ist. Kann natürlich auch für Menschen bedingt sein. Jetzt sehen wir auf jeden Fall, dass wir aus dieser Range zwischen 70.000 und 80.000 rausgehen. Wir hatten hier am 7. April 87.602 und vom 8. April an ist die Anzahl der neuen bestätigten Fälle wieder steigend,
Das bedeutet, es könnte sein, dass wir jetzt hier ab dem Moment wieder in die exponentielle Phase zurückgehen. Man sieht es auch in der prozentualen Änderung hier drüben. Wir sind zwar immer zwischen 4 und 7%, aber man sieht jetzt hier auch wieder, dass es sich seit den letzten 3 Tagen wieder ansteigt. Das bedeutet, wir könnten jetzt hier auch von dem Maximum vom letzten Video, wer das vergleichen möchte, kann sein, dass dieses Maximum jetzt in den nächsten Tagen gar nicht mehr zustande kommt. Schauen wir uns das jetzt auch in GeoGebra direkt mal an. Also das ist die Datei für World of Meters. Ich habe hier das alles so gelassen, wie ich es beim letzten Video gemacht habe, außer die letzten 3 Datenpunkte habe ich schon mal eingetragen, um euch auch zu zeigen, wie man diese Funktion jetzt anpasst oder wie ich sie jetzt anpassen werde. Die blaue Kurve sind alle bestätigten Fälle insgesamt. Das bedeutet, hier in dieser Anzahl stecken auch schon Geheilte mit drin und Verstorbene. Die orangen Punkte geben an, wie viele aktive Fälle wir haben. Das ist also, wenn man von den kumulativen Fällen die Geheilten und die Verstorbenen abzieht, kommt man auf diese aktiven Fälle. Und die grünen, das sind die Geheilten oder Genesenen. So, und durch diese lineare Phase hier habe ich die Funktion so angepasst, dass wir hier ungefähr zwischen Tag 40 und 45 ein Maximum herausbilden müssten. Und wie man jetzt hier an den aktiven Fällen sieht, ist das absolut nicht mehr der Fall. Auch die kumulative Statistik ist jetzt hier wieder oben ausgebrochen. Deswegen müssen wir das ein bisschen anpassen. Und wenn wir jetzt hier den Wachstumsfaktor verändern, dann würde sich das hier unten auch stark verändern. Und die Ausreise haben wir jetzt nur vor den letzten Tagen. Deswegen ziehen wir einfach nur die Kapazitätsgrenze hoch. Solange bis das hier wieder passt. Und die passen sich automatisch an. Okay, ich denke so ungefähr. Und jetzt sehen wir hier bei den Gehalten, da müssen wir auch noch ein bisschen nachjustieren. Die steigen nicht ganz so stark. So, dann müssen wir die Kapazitätsgrenze hier wieder nach oben packen. Denn die meisten werden ja immer geheilt von dem Virus. Die Differenz zwischen der grünen und der blauen Kurve sollte also nicht so groß sein. Jetzt müssen wir hier noch den Wachstumsfaktor so ein bisschen verändern. Und da sieht man schon, also ich kann jetzt hier nur noch an der Sterberate noch ein bisschen was verändern. Und da sieht man schon, dieser eine Ausreißer hier, also der von gestern, der von Tag 41, das sieht schon sehr nach einem Ausreißer aus. Also ich könnte jetzt die Kurve so machen, dass sie hier durchgeht, durch die letzten paar Punkte. Und dann ist der nicht mit richtig mit drinne. Oder ich gehe das hier nach oben. Da sind aber diese 3 Punkte nicht richtig drin. Ich mache jetzt hier mal so eine Zwischenlösung, so einen Kompromiss. Und jetzt würden wir am Tag 46, also das Maximum hat sich jetzt hier insgesamt ein bisschen nach rechts verschoben. Und auch hier müssen wir wieder ein paar Tage abwarten. Es bleibt spannend, wie das sich jetzt hier mit diesem Maximum entwickelt. Also ich denke, das ist jetzt hier im Moment die spannendste Geschichte der letzten Tagen. Und das werden wir dann vermutlich im nächsten Video sehen, was ich dann vermutlich am Mittwoch drehen werde. Oder am Dienstag, je nachdem, was jetzt die nächsten Tage passiert. Vielleicht mache ich auch morgen gleich nochmal eins. So viel zu World of Meters. Das ist auf jeden Fall die spannendste Geschichte im Moment. Kommen wir jetzt zu Deutschland. Hier hat sich jetzt nicht so viel getan. Wir sind jetzt hier 3 Tage lang unter 5000. Prozentuale Änderung ist auch die ganze Zeit erstmal unter 5%. Wenn man sogar die letzten Tage mit anschaut, hier haben wir auch 3 Mal in Folge unter 5%. Das kann man hier schon fast als eine Ausnahme sehen, diese 5,55%. Prognose für die nächsten 3 Tage habe ich hier hingeschrieben. Gucken wir uns auch gleich nochmal in GeoGebra an. Also 11. April 122.368, 12. April 124.456 und am 13. April 126.236. Diese Prognosen sind auf jeden Fall ganz stark mit Vorsicht zu genießen, denn jetzt kommen ja auch noch die Osterfeiertage, inwieweit die Labore da offen haben, wer da überhaupt noch irgendwas diagnostiziert, vermutlich wird das stark runtergefahren. Vielleicht auch nicht, also das ist total spekulativ. Nehmt diese also nicht zu ernst. Hier sollte man auf jeden Fall mit einem großen Fehler rechnen. So, schauen wir uns das in GeoGebra an. Auch hier sehen wir die Daten, die Berliner Morgenpost hier veröffentlicht hat. Das springt hier ganz schön hin und her. Die passen nicht so genau in diese Kurve rein. Deswegen sind natürlich auch die Prognosen entsprechend schlecht. Also davor hatte ich das hier angepasst, dann ist die Kurve hier unten durchgegangen, die Prognosen waren zu hoch. Jetzt kommen hier wieder solche Punkte zustande, dass die Prognosen jetzt wieder besser auf die Kurve passen als die tatsächlichen Daten. Ja, und ihr seht jetzt hier die Prognosen für die nächsten 3 Tage. Also wie gesagt, 122.368 für heute Abend, dann 124.456 für morgen und übermorgen 126.236. Und wenn man so ein bisschen rauszoomt, sieht man schon, das ist hier ganz klar abschwächende Phase. So viel zu Deutschland. Schauen wir uns das jetzt noch für USA und Italien an. USA ist auch ein spannender Fall.
Denn wenn wir uns das hier anschauen, seit dem 30. März waren wir so grob das erste Mal über 20.000 und danach hat sich die Anzahl der neuen bestätigten Fälle immer weniger verändert. Wir hatten zwar bis zum 3. April noch eine Steigerung bis 37.000, danach ging es aber 2 Tage zurück, wieder unter 30.000 und das sah dann schon sehr nach linearem Wachstum aus. Dann gab es ja diesen statistischen Ausreißer von über 40.000, dann wieder auf 20.000 zurück, also schon alleine dieser Unterschied ist enorm. Und wenn man sich die prozentuale Änderung anschaut, dann erkennt man, dass das hier auf jeden Fall ein klarer statistischer Ausreißer ist. Andererseits haben wir in den letzten 3 Tagen wieder eine Steigerung von 20.000 auf über 30.000. Und deswegen bleibt es spannend, ob das jetzt der Anfang schon von der linearen Phase war oder ist, oder ob das jetzt das Ende der exponentiellen Phase ist. Ich würde mich hier immer noch nicht entscheiden wollen und kann dann nur wieder auf das nächste Video verweisen und um Geduld bitten. Auf jeden Fall ist der Durchschnitt jetzt auch schon, also das geometrische Mittel ist jetzt auch schon unter 10% angekommen. Auch das ist ein gutes Zeichen. Das bedeutet, die USA ist auf jeden Fall auf einem guten Weg, das Maximum bald zu erreichen und dass dann das Schlimmste der ersten Welle hinter ihnen liegt. So, wie sieht das in Italien aus? Bei meinem letzten Video hatten wir hier diese Range zwischen 4 und 5.000 und jetzt zweimal in Folge war das dann zwischen 3 und 4.000. Der Trend hat sich in den letzten Tagen fortgesetzt. Also die letzten 3 Tage hatten wir auch nochmal 2 Tage unter 4.000, einmal nochmal über 4.000. Aber insgesamt ist es auch auf jeden Fall die neuen bestätigten Fälle bewegen sich jetzt alle im Rahmen. Prozentuale Änderungen, arithmetisches Mittel, alles ist fallend, sieht also gut aus. Für Österreich und Schweiz sieht es ähnlich aus. Die ganze Zeit zwischen 200 und 400 neue bestätigte Fälle in Österreich. Prozentuale Änderung bleibt die ganze Zeit zwischen 0 und 5%. Arithmetisches Mittel geht weiter nach unten. Und in der Schweiz ist es ähnlich. Wobei wir hier noch zweimal relativ viele neue bestätigte Fälle haben. Vorgestern und vorvorgestern. Gestern hatten wir jedenfalls bloß 505 neue bestätigte Fälle. Das ist auf jeden Fall. Von der Tendenz bleibt es also so, dass es weiter nach unten geht. Ich denke, bei beiden werden wir jetzt ungefähr in der Range bleiben. Also Schweiz ungefähr um die 500. Also ich würde sagen mal jetzt so 400 bis 700 in den meisten Fällen. Und in Österreich zwischen 200 und 400, bis sie die Maßnahmen lockern. In Österreich haben sie es vielleicht sogar schon getan und dann wird das wieder entsprechend ansteigen. So, wie sieht das dann in der Populationsdynamik des Virus aus? USA, wie gesagt, bin ich mir immer noch unschlüssig, wie ich das interpretieren soll. Ist es die lineare Phase oder die exponentielle? Ich bin der Meinung, ich kann das nicht so genau sagen. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr für richtig haltet. Die Welt ist in der linearen Phase, bin ich immer noch der Meinung. Kann aber auch sein, dass wir jetzt hier demnächst in die exponentielle Phase wieder übergleiten, denn in den letzten paar Tagen ist die Anzahl der neuen bestätigten Fälle wieder steigend. Italien und Dachraum bleibt in Phase 4, wobei das sich hier entsprechend verteilt. Also einige Länder sind weiter vorne, andere weiter hinten. Und sobald die Maßnahmen gelockert werden, rutschen wir wieder in Phase 2 und das ganze Spiel geht wieder von vorne los. Man muss aber dazu sagen, dass dann, wenn wir das zweite Mal in Phase 2 kommen, nachdem wir in Phase 4 schon waren, gibt es so einige Leute, die dann schon immun sind. Und je nachdem, wie viele Leute immun sind, entsprechend langsamer wird diese exponentielle Phase dann beim zweiten Durchlauf sein. Also es wird nicht genauso laufen wie jetzt in der ersten Welle. Zweite Welle könnte sein, dass sie entspannter ist, kann aber auch sein, dass sie deutlich schneller geht, weil das natürlich auch noch von anderen Faktoren abhängt, wie zum Beispiel die Politik reagiert, ob wir dieselben Maßnahmen nochmal sehen und so weiter und so weiter. So, spannendster Fall ist auf jeden Fall hier Valdomitas, wie sich das hier mit diesem Maximum weiterentwickelt. Und wenn ihr das mitverfolgen wollt, dann abonniert den Kanal, liked das Video. Teilt es auf euren Social Media Kanälen und schaut dann die nächsten Tage nochmal rein. Wann das nächste Video kommen wird, ist ganz stark von diesem Maximum abhängig und von den nächsten Daten. Also ob das jetzt hier nochmal nach unten geht, dann wird das nächste Video vermutlich am Mittwoch kommen. Oder wenn es hier weiter nach oben geht, dann vielleicht sogar schon am Montag. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Osterfest mit euren Liebsten. Und dann hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.